Ziel im Kopf, das Damenmasters in München. Irgendwo ist ein Ziel von mir gewesen, München zu erreichen. Und momentan bin ich noch ein bisschen davon entfernt, aber ich habe die Chancen noch, das weiß ich. Und ich versuche nicht allzu viel darauf zu gucken, weil sonst setze ich mich vielleicht ein bisschen zu viel unter Druck oder irgendwie. Aber natürlich wäre es schön, wenn ich das noch erreichen würde. Ja. Dafür müssen Siege her in Filderstadt. Vielleicht ihr letztes Turnier in Deutschland. Ein Kreis schließt sich. Heimspiel vor der Heimkehr. Ja, ist in der Nähe von meinem Heimatort irgendwo, wo ich aufgewachsen bin. Und es kommen viele Freunde, Bekannte, Familie. Und es ist auch so ein schönes Turnier einfach für alle Spielerinnen. Man fühlt sich wohl, ist sehr familiär und es ist eine schöne Atmosphäre irgendwie zum Spielen. Also. Huber auf Abschiedstournee. Die Generationen wechseln, die Jungen warten, wie Kim Kleisters, ihre Gegnerin heute. Immer schön locker bleiben. Ja, es wird sicher nicht einfach werden. Ich meine, sie hat letzter Zeit sehr, sehr gutes Tennis gespielt, sie ist die Favoritin und ich werde locker reingehen, aggressiv spielen, mein Spiel versuchen zu spielen. Sie spielte viele Matches, doch jedes in diesem Herbst ist ein ganz besonderes. Ja, eben während dieser Situation, Matchball, 1:37. Klasse, Anke! Und die Leute stehen auf, mit Recht! Was für ein Riesenmatch der Anke Huber! Gratulation! Bin begeistert! Bisschen Geduld, meine Damen und Herren, liebe Tennisfans! Und dann wollen wir in wenigen Augenblicken Anke Huber mal so richtig feiern bei uns im Studio.